Aber erst finanzieren, unterschreiben und dann unterschreibt mein Kaufvertrag. Ja, da streiten sich die Gelehrten. Was war als erstes da? Was das Huhn oder das Ei? Genauso blöd ist es natürlich, wenn Sie sagen, alles klar, ich habe die Zusage für einen Darlehensvertrag. Ja? Ich gehe jetzt zum Notar, auch schon vorgekommen, und dann sagt die Bank, oder der Banker sagt sogar zu Ihnen, wissen Sie was, Familie so und so, alles klar, kriegen wir alles hin, gehen Sie zum Notar. Die gehen dann zum Notar, fragen aber vorher noch, wann kriegen wir denn dann die Darlehensverträge? Ja, so 5-6 Tage, also nächste Woche, Ende nächster Woche haben wir den. Ja, dann fragen die Kunden nach 5-6 Tagen an und sagen, Mensch, wie sieht das aus? Ne? Darlehensvertrag, wir waren beim Notar. Dann sagt er, naja, ist noch, also gibt noch ein, zwei Sachen zu klären. Ja, der Kunde wird langsam nervös, schläft unruhig, fragt dann ein paar Tage später nochmal, dann sagt die Bank plötzlich, ach ja, also wir bräuchten noch eine Bürgschaft. Ist so passiert. Ja? Dann sagt der Kunde, ja, aber von der Bürgschaft war vorher nicht die Rede. Die sagen dann, ja, wenn Sie schon zum Notar gehen, haben Sie Pech gehabt. Deswegen habe ich Ihre Frage damit eindeutig geklärt. Es gibt nicht wirklich den richtigen Weg. Das kann ja auch passieren, wir haben jetzt ein anderes Angebot, ja, und uns bietet jemand 5.000 Euro mehr. Und wir können Sie nicht darauf verklagen, dass er mit Ihnen zum Notar geht. Also ich gucke immer, dass ich eigentlich Folgendes hinkriege, dass das eigentlich möglichst zeitnah ist. Ja, also im Idealfall mache ich das so, dass ich sage, okay, Notartermin und Unterschrift unter einem Darlehensvertrag liegen zusammen. Der kommt erst zu mir, unterschreibt seinen Darlehensvertrag, fährt dann zum Notar. Ja? Oder andersrum. So. Dann können Sie es auch nicht ausschließen, aber dann haben Sie zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass das alles funktioniert. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar. Und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schiffer.